Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 auf der PlayStation 5 bei meinem vierten Durchlauf, mittlerweile schon auf New Game Plus 3. Genau. Jo, das letzte Mal haben wir ja das Spiel vollendet, eigentlich fertig gemacht. Ja, ich bin online, sehe ich gerade. Das will ich gar nicht, aber ist wurscht. Jo, was wollte ich eigentlich sagen jetzt? Jo, wir haben es durch und wir haben das. Es war nicht das Secret Ende, es war das Special Ende, weil das, da muss man aufpassen, was man sagt, weil es ist unterschiedlich, ne? Es gibt nämlich ein Secret Ende, es gibt ein Special Ende und es gibt ein normales Ende und es gibt noch ein Ende. Genau, es gibt nämlich vier an der Zahl. Wir haben das Special Ende durch und das Special Ende war das Schwierigste. Definitiv. Das steht nur nicht nur so in den Foren und überall und sowieso und überhaupt, sondern es ist so. Und das habt ihr auch gesehen bei meinem Durchlauf jetzt, die meine Videos wirklich beobachtet haben, beziehungsweise ein bisschen reingelurkt haben, will ich beinahe falsch schon sagen. Denn ja, man muss wirklich die Anri und die Horus-Quest komplett vollenden. Man muss die Juria und Joel-Quest von Anfang bis zum Schluss machen. Und das bedarf schon wirklich einiger, ja, Aufgaben und ja, Problematiken unter anderem auch. Also es wird nicht leicht, ja, wenn es das wirklich dann bis zum Ende machen wollt. Wir haben es durch, wir haben es geschafft und drum war es auch so, was gesehen habt. Das ist wirklich ein tolles Ende. Wir sind mehr oder weniger der Champion, der Hero. Ja. Der Chef von Londa heute, halt, ne? Bürgermeister von Londa, würde man heute sagen. Der Bürgermeister von Londa. Ich habe jetzt noch drei Enden euch vorzuzeigen. Mitunter erstens einmal das einfachste Ende, ja, wo man nicht wirklich viel machen braucht. Eigentlich nur das Spiel durchspielen. Aber das ist eh schon schwer genug. Ne? Laut Statistik, glaube ich, 60 oder 70% beenden Dark Souls nicht einmal. Weil sie es einfach downhauen. Wenn sie es auf DVD haben, zerbrechen. Und dann beim Fenster rausschmeißen, verbrennen, draufsteigen, den Tieren geben zum Verfüttern oder irgendwas anderes. Keine Ahnung, jedenfalls. Wird dieses Spiel laut Statistik am seltensten von allen Spielen überhaupt fertig gemacht? Ja? Habe ich erst einmal wo gelesen. Ob stimmt, ja. Scheiden sich die Geister, aber wäre schon leicht möglich, ja. Aber da gehören nicht nur Dark Souls dazu, sondern meiner Meinung nach die ganzen From Software Games. Da gehört auch noch Bloodborne dazu, Sekiro und so weiter und so fort. Und auch die ganzen Souls-like, da gibt es ja mittlerweile schon genügend, ja. Bin eh ein bisschen scheiße geworden in letzter Zeit. Aber wie gesagt, jedes Mal, wenn ich Dark Souls wieder spiele, erhöht sich ja die Zahl dann um plus 1 oder plus 2 oder plus 3, eben wie es ist, der Spielerlevel. Und das reicht mir vollkommen. Also ich gebe dann eh auf irgendwann einmal. Ich gebe dann irgendwann sowieso einmal WO, weil jetzt reicht es dann. Ich pack's dann nämlich, meine Alter ist das sowieso irgendwann einmal. Ich muss dann wirklich ein bisschen leiser treten dann schon. Ich fange dann wieder mit SpongeBob an oder irgendwas, irgend sowas in die Richtung. Also da gibt's da andere Spiele. So Barbie-Spiele gibt es auch so lieber auf PC. Und vielleicht starte ich da mal was, weil das ist vielleicht dann nicht so extrem. Kann ich auch besser schlafen dann wahrscheinlich anschließend. Keine Ahnung, jedenfalls wird es einmal Zeit, dass ich wieder irgendwas Sanfteres spiele. Aber eigentlich hätte ich mal ein Horrorspiel geplant, aber ja, ich muss mal schauen, wie das dann alles wird. Oh Gott, und Kingdom Hearts fehlt auch noch was. Oh Gott, ich habe noch so viel zum Tun. Und dann kommt wieder was Neues und wieder was Neues. Aber es kommt wieder von Hundertste ins Tausendste. Das will ich gar nicht. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Jo, genau, da bin ich stehen geblieben. Aber wir haben noch drei Enden. Ja. Drei Enden haben wir noch vor uns. Und die werde ich euch jetzt noch zeigen. Jetzt einmal das erste. Das stinknormale, wo man eigentlich, wie gesagt, nichts machen braucht. Da braucht man wirklich keine Quests beenden, da braucht man nicht irgendwas Spezielles sammeln. Einfach nur irgendwie schauen, dass man es bis zum Ende schafft. Man muss auch keine optionalen Gebiete bzw. optionalen Bosse besiegen bzw. bereisen. Das ist alles sowas von Schnurzpiepen, braucht man nicht. Ja? Einfach nur schauen, dass man durchkommen bis zum Endboss. DLCs sind auch nicht notwendig.
Genau. Und wenn man das alles einfach gemacht hat, dann bekommt man das Ende, was ihr jetzt seht. Also dann viel Spaß mit dem zweiten Ende. Wir sind gerade bei den Enden und ich will mich gar nicht zu viel aufhalten, denn zwei haben wir ja schon, zwei fehlen noch, genau, und zwar die ja, Feuerhüterinnen-Enden. Da haben wir zum einen jetzt mal das Ende des Feuers. Es ist auch das wahre Ende. Das ist auch nicht so leicht, also meiner Meinung nach das zweitschwierigste Ende, nach meinem, natürlich das, was ich jetzt im Let's Play gemacht habe. Und zwar muss man es schaffen bis in die unbehüteten Gräber. Das ist dieses optionale Gebiet, wo man ja, den Feuerbannschrein 2.0 mehr oder weniger findet, der was ziemlich ausgestorben ist, bis auf die Schreinmaid da hinten. Das ist der einzige, was noch da sitzt. Und genau, und da muss man uns da runterfallen lassen, wo Irina von Karim sitzt. Ja? Wenn man von vorne kommt, ja, von der anderen Seite, wird es zur Illusory Wall. Und da muss man die durchschlagen und dann kommt man auch hin. Ja? Also relativ schwierig zu finden. Und dann bekommt man diese Augen, ja, diese Augen der Feuerhüterin. Und die sind notwendigst, ja, für dieses Secret Ending. Ich sage auch schon wieder Secret Ending. Für mich ist das Secret Ending das, was wir ganz am Anfang gemacht haben, eben mein Ending. Aber es ist ja eigentlich das Special Ending. Aber egal, es ist ein bisschen kompliziert. Aber jedenfalls ist es das Ende des Feuers. So spricht es sich, so schimpft es sich. Oder auch das wahre Ende, ja. Einige sagen das wahre Ende. Jo, und dann sprechen wir gleich mal mit dir und werden das machen. Denn ich habe es ja gefunden. Seht, und da haben wir auch die Feuerhüterseele, die können wir ja auch geben. Theoretisch müssen wir aber jetzt nicht, das ist nicht für diese Quest notwendig. Die findet man übrigens im Feuerbannschrein ganz oben. Wenn wir dann den Schlüssel haben um 20.000, können wir dann raufgehen und dann findet man diese Seele. Ja, coole Sache. Ich glaube, die kann man so, kann man die bei Lootless auch hergeben? Ich weiß jetzt gar nicht. Jedenfalls, oder gibt auch ein bisschen was her, wenn man es verkauft. Jedenfalls liegt die oben, die ist einzigartig, einmal im Spiel. Und die Augen der Feuerhüterin, das ist das Um und Auf, das müssen wir jetzt machen. Denn dann wird uns eine zweite Möglichkeit geboten. Dann am Ende, nach dem Bosskampf, können wir eben nicht nur das Leuchtfeuer entzünden, sondern haben wir daneben noch so eine Art, ja, Beschwörungszeichen und da können wir dann mit ihr interagieren. Und das geht aber wirklich nur, wenn wir das alles richtig machen bis zu diesem Zeitpunkt. Genau, und dann geht's halt so weiter. Wir geben ihr die Augen der Feuerhüterin. Ashen One, are these eyes? How gracious of thee, Ashen One. The very things we firekeepers have been missing. Genau, also das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Und ja, wir sehen uns dann nach dem Bosskampf wieder, ja, wenn es dann zur Cutscene geht. Also dann macht's gut und bis gleich. So, hallihallo. Ich melde mich kurz noch einmal zurück. Wir haben den Freak schon wieder besiegt. Das habe ich, glaube ich, schon 6 Mal oder was, ne? Unvorstellbar. 3 oder 4 Mal zum Spaß und jetzt für diese ganzen Enden muss ich ihn auch noch mal machen. Ne? Also den kenne ich schon in- und auswendig mittlerweile. Ja? Den kenne ich schon in- und auswendig, wie es der Gynäkologe sagen würde. Na, Spaß beiseite. Also jetzt haben wir es so gemacht. Ich habe das getriggert vorher. Wir haben ja die Feuerhüterin mehr oder weniger die Äpfel gegeben, die Augäpfel. Ja?
Und dadurch haben wir jetzt es möglich gemacht, nicht nur das Leuchtfeuer zu haben, sondern auch dieses, ja, schaut aus wie ein Samenzeichen, ist es eigentlich auch. Und hier steht Feuerhüter rufen. Ja. Und jetzt können wir, ja, mehr oder weniger das Ende des Feuers, das wahre Ende eigentlich einleiten. Ja. Und dafür drücke ich einfach auf Schicksal drauf und ja, wir starten. Viel Spaß beim dritten Ende von 4. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Ashen One. Hearest thou my voice still? Ja, und ihr habt's vielleicht sogar gesehen, ganz am Schluss habe ich mich wieder bewegen können, ganz kurz, ja. Und wenn ich diesen Moment nutze und sie dann töte, dann, ja dann, schalte ich das vierte und letzte Ende frei. Genau. Und das ist dann das böse oder geheime Ende. Wirklich geheime Ende. Und das machen wir das nächste Mal. Macht's gut und bis gleich. Ja, hallihallo, da melde ich mich schon wieder zurück und jetzt geht's ab ins böse Ende. Jo, ins gemeine Ende, ins geheime Ende. Ja, genau. Jo, das darf ja auch nicht fehlen. Nummer 4 von 4. Es gibt 4 Enden und das ist das letzte. Es läuft genauso ab wie das letzte. Also das, was wir vorher gemacht haben. Das wahre Ende, das Ende des Feuers. Und jo, hier ist das Video genau dasselbe wie vorhin, nur können wir mehr oder weniger dann eine Kleinigkeit machen. Wie ich euch gesagt habe, ich kann mich dann ganz kurz bevor, ja, ganz am Schluss, ja, kann ich mich bewegen und dann muss ich zuschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, genau. Also wir warten nicht lange, fackeln nicht lange mehr dumm. Starten hinein und ich hoffe, ich schaffe das. Ich habe das noch nie probiert. Ne?
Gibt's übrigens Achievements auch dafür. Übrigens, fürs letzte Ende gab es auch ein Achievement, ja, für alles, die es noch nicht haben. Also dann, los geht's. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Ja, definitiv ein Arschloch, ne? Also das arschlochmäßigste Ende überhaupt, nicht von alle vier, ja. Also ich habe ein kurzes Zeitfenster, ganz am Schluss, ja, und dann kann ich kurz zuschlagen. Es bedarf nicht wirklich viel. Einmal hinschlagen und das zählt eh schon. Also ich brauche es ja nicht wirklich anvisieren und glauben, ja, hoffentlich treffe ich die oft genug und so. Also ich habe jetzt ein einziges Mal hingeschlagen mit R1 und es hat genügt, also macht euch keine Sorgen. Obwohl. Also dieses Ende, die Vorhüterin, na, also ich wollte es euch nur zeigen, weil es einfach dazugehört, aber es ist, sie ist einfach die Liebste im ganzen Spiel und sie hilft uns immer und okay, na, ich wollte es euch nur zeigen, na, ich wollte euch alle vier Enden zeigen, wir haben es durch, haben wir das auch erledigt und jo, dann lasse ich die Credits noch ein zweites Mal durchlaufen, denn wir haben es ja mehr oder weniger das erste Mal schon gesehen, nach meinem ersten Durchlauf, wo ich ja das Special Ending gemacht habe, das lange, die Anri und Horace Quest mit der Yuria und Joel Quest. Und diese beiden brauchen wir. Unbedingt, die muss man fertig machen, sonst klappt das nicht, ja. Und wenn sie es ganz am Schluss umbringt, ja, zum Beispiel, oder versehentlich, dann klappt es auch nicht. Dann ist die Quest passé, ja. Also sie ist einfach die härteste und gefährlichste und, ja, langwierigste Quest, sagen wir mal so, im ganzen Dark Souls 3.
Die anderen, wie gesagt, die zweite, was ich euch gezeigt habe, ja, das war ja die normale, stinknormale, da braucht man nicht viel machen, da fahrt die Eisenbahn drüber, da einfach stinknormal durchkommen, ja. Es bedarf keine Quests, man muss nichts finden, man muss keine DLCs machen, gar nichts, ja. Einfach irgendwie durchkommen. Aber hat man auch gesehen, man bekam nicht wirklich viel geboten bei dieser, ja, bei dieser Cutscene und dann ganz am Schluss, also einfach nur, ja, er saß dann beim Feuer oder sie, je nachdem, wie man spielt. Und das war's halt dann, ne? Jo, und dann, aber wie gesagt, die, ja, die Feuerhüterinnen-Quests, die zwei, die waren schon ordentlich, ne? Aber da muss man nicht wirklich bis ins, ins Geheime, in das geheime Gebiet kommen, ja? Die unbehüteten Gräber, ja? In das optionale Gebiet, muss man erstmal finden, ja? Dann muss man auch erst einmal in diesem optionalen Feuerbahnschrein 2.0, sage ich immer, erst einmal diese Feuerhüteraugen, diese Augen der Feuerhüterin so rum, finden, ja? Und dann auch wissen, was man da macht damit, ne? Und ihr habt es ja gesehen, es gibt dann eine Option, dass man sie ihm geben kann. Und dann, ja, triggert man eben dieses Ende des Feuers, dieses wahre Ende, was wir dann als drittes gemacht haben. Und das vierte war eben dann, ja, das böse Ende, mehr oder weniger, ja. Ja, ich sag mal böse Ende oder geheime Ende, ja. Also man kann auch geheimes oder das böse Ende sagen. Jo, das war's mit den Enden, jo. Wahnsinn. Habe ich euch das auch noch gezeigt? Und, ja, wie gesagt, das Special Ending, ja, mehr oder weniger, da muss man wirklich aufpassen, dass man hier eben die Feuerhüteraugen nicht gibt, dass man da diese dunklen Siegel, was man da aufheilen kann, bei der Feuerhüterin nicht reinigt und so weiter und so fort. Da gibt es ein paar Sachen, was man eigentlich nicht machen darf, soll. Das ist ein bisschen kompliziert. Drum ist es auch so schwer und ja, besser, man macht es nicht. Ja. Also wirklich nur die wirklichen Pros, ja, sollen das machen. Ja. Na, Spaß beiseite. Wagt es euch, traut euch drüber, ja, ihr schafft es. Es ist eine tolle Herausforderung und wie gesagt, ihr habt es ja jetzt bei mir gesehen, ich habe es wirklich auch mehr oder weniger fast unter Anführungszeichen geschafft, alle Enden, man die sowieso, aber alle Quests vor allem, zu schaffen. Und ich habe auch alle geschafft. Die Quest von dem Zauberer, die brauche ich nicht wirklich. Die habe ich ja auch schon einmal gemacht und ich habe es euch ja auch schon erklärt. Orbeck schimpft er sich. Wie gesagt, ich muss es nicht machen unbedingt. Da gibt es dann ein paar Zauber dafür und so. Aber das ist nicht wirklich eine Quest, was dann story-relevant verdammt spannend ist und dass sich da was tut und so. Das ist eigentlich nur mehr eine Suchengeschichte, ja, wo man halt ein paar so Folianten suchen muss, aber die kann man beim anderen auch geben. Und ja, die Zauber, wie gesagt, die habe ich in irgendeinem Run schon einmal alle geholt. Drum habe ich eh alles komplett fertig und ich habe auch, glaube ich, jetzt von den, ja, weiß ich nicht, die Achievements auch, glaube ich, durch. Weiß nicht, fehlt mir da überhaupt noch was, ich weiß. Ist mir auch eigentlich auch Schnürzpippen. Sag ich euch ehrlich, wie es ist. Ich bin so froh, dass ich das Spiel jetzt durch habe, aber nicht, weil ich froh bin, dass ich das Spiel durch habe, sondern weil ich einfach froh bin, dass ich das Spiel durch habe. Ihr habt es wahrscheinlich überhaupt nichts verstanden, aber ich meine einfach nur, einerseits bin ich froh, dass ich es habe, weil es so anstrengend ist. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich euch das gezeigt habe. Ja? Also den oder die, die das vielleicht wirklich sieht und dann wirklich sagt, okay, ich schaue es bei dem Freak an. Ja? Denn die ganzen anderen Typen, die was so cool drauf sind und so, das ist eh so fad dann schon. Ne? Weil zu professionell ist dann auch schon wieder fad. Ne? Sind's nicht? Und wenn dann ein bisschen ein Hetz und der Spaß dabei ist, kann es ja auch einmal Spaß machen. Genau, und das soll es auch sein. Und darum hoffe ich, dass der ein oder die andere dann irgendwann sich einmal irgendwo auf meinem Kanal verirrt und dann eben das ein oder andere Video sich anguckt. Jo,
Und damit sind wir auch schon durch jetzt wieder mit den Credits. Wir haben schon wieder erledigt. Und ja, das nächste Mal machen wir noch ein bisschen Smalltalk und schauen wir uns noch ein paar Items an, die ich halt in den ganzen Durchläufen gefunden habe. Und dann, soll es das gewesen sein. In diesem Sinne, danke und tschüss.